Hallo und willkommen zu 20 Minuten Rise to Ruins. Wir müssen eben Windows ME installieren und jetzt denken wir spinnen. Kein Kommentar. Das Spiel ist ja auf der einen Seite so ein Aufbau-Strategie-Dings. Geiste von Dwarf Fortress oder RimWorld, so als neueres Ding. Was gab es denn noch in der Richtung? Towns, glaube ich. Also man baut halt sein Dörfchen und muss dafür sorgen, dass jeder was zu futtern hat und man die Rohstoffe reinkriegt, um weiterzubauen. Und aber gleichzeitig, sobald es Nacht wird, wird es so eine Art Tower Defense, weil dann die Monster kommen. Und soll wohl dann auch recht knackig schwer werden. Ich habe es mir bisher noch nicht angeguckt. Bin eher so zufällig drauf aufmerksam geworden und dann gab es jetzt bei Steam für die Hälfte. Und da habe ich mir gedacht, probiere ich es doch mal aus. In dem Sinne, 20 Minuten Rise to Ruins ab. Jetzt. Garmisch? Bei World Map. Okay. Early Access. Huch, der scrollt unglaublich schnell. Das ist schon mal bedürftig. So, ich nehme an, wir können hier was aussuchen, wo wir hinwollen. Ich bin einfach mal ganz konservativ und hänge mich voll in die Mitte. Establish Village. Can figure out how to play, read the in-game tips. Das klingt doch so, als wäre das nützlich. The camp, welcome to your first region. The first thing you should do is place your camp somewhere. Good starting location should have some rocks, trees, crystals, food and water nearby. To place your camp, first press OK. To close this tip, duh. And automatically unpause the game. Then select the flashing place camp button to the right. Ja, wie war das noch? Was ist das? Ancient Colors Gate. Makeshift Stone Golem Combobulator. Abandoned Buildings. Your villagers will need to repair it before they can use it if the building is in range of your village. You can click on the building and then click the reclaim button on the bottom UI. Das sieht doch hier eigentlich ganz nett aus, so, ne? Crystals, nur keine Bäume und nichts zu fressen in der Nähe, wenn ich es richtig sehe. Ist natürlich doof. Was ist das? Cactus. Kann man Cactus essen? Blue Crystals, die kann man wohl nicht essen. Blue Crystals, aber brauchen wir Magie, habe ich gehört. Hier gibt es irgendwie schon eine Mauer. Was ist das? Irgendwas, das ich eingesammelt habe? Lootbox? Was zum Fick? Okay. Crystals. Makeshift Housing. Fuck, ich weiß, was zu futtern gäbe. Gibt's eigentlich die Karte? Sieht nicht so aus, ne? Wie macht man denn hier Pause? Ah. Space. Okay, dann. Large Fire Pit. Makeshift Rain Catcher. Es gibt, was ist das? Carrots. Die kann man auf jeden Fall essen. Hier gibt es Wasser, da gibt es Steine. Da ist Kartengrenze oder wie sehe ich das? Es ist nur noch die Preisfrage, wo die Monster herkommen. Hm? Also hierhin expandieren wäre auf jeden Fall cool. Makeshift Barracks. Outpost. Bow Tower. Bleiben wir einfach hier. Gibt es hier was zu futtern? Da unten sieht es aus wie Carrots. Das sieht doch gut aus. Was ist das hier? Lootbox? Muss ich sie nicht verstehen. Aber ich würde sagen, wenn das hier was zu futtern ist, ja. Dann ist. No available wood, no available rocks. Ach so, zum Bauen wahrscheinlich, weil hier, also selbst wenn ich das direkt daneben setze,
Du sagst immer noch No Available Wood. Das heißt, nebenan, da geht es um die Ressourcen zum Herstellen, nicht, dass es nicht in Reichweite ist. Von daher würde ich sagen, setz es einfach mal hier schön in die Mitte. Na, guck mal weiter. Time to get started. Since this is your first time, you will be getting tons of in-game tips while you play. This game has a steep learning curve, oh god. And you will need all the help you could get. The game is paused when a tip is being displayed, so please take the time to read them. You can turn off tips in the settings menu, but if you've never played before, this is not recommended. Das heißt, soll die jetzt ausmachen, die Tipps, oder wie? Main Menu. Wieso Main Menu? Ich will nicht ins Main Menu. Ach, M ist Main Menu. Ach, ich sehe schon. Ich habe zwar Scrollen auf LIAE gelegt, aber das hat nicht verhindert, dass da noch andere Sachen auf L sind. Das ist natürlich schlecht. Wie war das hier? Was mache ich gerade? Nothing to grab. Ach, das muss repariert werden. Ah ja, da war was. Workers. Many buildings can have workers assigned to them and will allow all sorts of different work tasks to be completed. The builders assigned to the village center, for example, can build, repair and dismantle structures. They can also harvest raw materials, but only if they are required to build something. Also sie legen quasi keine Leute an. Harvesters from buildings like the Lumber Shack, on the other hand, will continue to harvest materials regardless of the villagers' need and create a stockpile. You can overview what all your workers can do on the left-hand workforce panel. Harvesting. Many workers assigned to buildings like the Lumber Shack, mining facility and village center are allowed to harvest resources on the map like wood and rock. You can assign work by using the harvest assignment buttons along the bottom left of the GUI for the material you'd like to collect and then select the resource on the map. If you have workers that are allowed to collect the resource, they will do so on their own. Okidoki. Ich kann aber auch irgendwie so selber was daraus ziehen oder wie war das? Dachte ich zumindest. Grabby. Locked. Locked. Und du kommst auch noch näher ans Dorf. So. Kann ich jetzt irgendwie sagen, soll er aufmachen? Offensichtlich nicht. So, irgendwas war mit. Was haben wir jetzt hier? Ich weiß nicht, was ich da hingekriegt habe, aber auf jeden Fall haben die es abgerissen, statt es zu reparieren. Ach, jetzt kann ich reclaimen. Okay. Das ist nicht in Range, wenn ich das richtig sehe. Wie sehe ich denn meine Range? Ah, so. Okay. Weiß Frage, was heißt, wenn es gelb ist? Ich würde sagen, machen wir mal hier das Wasser. Da kommen die doch garantiert nicht durch, die bösen Monsterchen. So ein Middle Mouse hat schon mal nicht funktioniert zum Abbrechen. Interessant. The new makeshift outpost your villagers have built offers your village 2 guard job slots. If you want your villagers to change to that job, you will need to raise the desired amount of workers for it. You can do this in 2 places, the left-hand GUI's workforce tabs, or click on the makeshift outpost and use the bottom pop-up GUI. If you don't have any available villagers, make sure to lower the desired workers for another job. Hey, wir haben 2 Guards, woohoo! Crystal Harvestry, Mining Facility. Und Crystal Harvestry. Da sind Crystals. Give me them Crystals. Refined materials. Some buildings require refined materials, like bought stone or chrysolithium. The makeshift Crystal Harvestry, you just tried to reclaim, this is one of them. Ich wollte es nicht reclaimen, ich wollte es bauen. If a building requires one of these resources and you have no means to manufacture it, they'll do what they can, but the building will never get completed. You can refine most materials inside advanced work buildings like the lumber mill or stone cuttery. Okay, das heißt, wir brauchen eine Lumber Mill, wenn ich das richtig sehe. Manufacturing. Nee. Refining. Lumber Mill. No available rocks. Oh no, ich. Ich bin ein Genius. Die Rocks sind nicht arg genug dran.
Und jetzt? Rix. Oh well. Ich. Ne, hier sind doch. Hier könnte man doch Wood hinmachen. Achso, die sagen gar nicht mehr nur Available Wood. Ja. Das habe ich ja schon mal gut hingekriegt. Also versuchen wir das nochmal. Hey, wie war das? Deep Learning Curve, habe ich gehört. Wie kriege ich das jetzt weg? Gar nicht? Speed Controls Warning. Silver Union Experimental Setting the Controls. Ich bin nicht late game. Ich will nur möglichst schnell hier meine Kolonie verrecken lassen. Testen die grüne Leiste. Das kann ja nicht die HP sein. Ist das Experience? Können die leveln? Experience Bar. Wie geil ist das denn? Ja, ist halt ein bisschen doof, dass wir hier nichts tun können. Kann ich nicht sagen hier, sondern hier Harvest Wood, Harvest Rock. Jetzt nicht sagen hier, rock das mal. Ach, das machen sie dann. Ah! Okay. Das funktioniert also auch, wenn es nicht in Range ist. Ha, puh, Schwein gehabt. Da wäre so eine Art Tooltip jetzt praktisch gewesen. Im Sinne von, hey, du hast den Scheiß nicht in Range von deinem Ding. Du musst es manuell sagen. Wow. Kann man irgendwie Shift klicken? Alt klicken? Oh. Control klicken? Hm. Oh. Ui. Noch verschiedene Brushes. Das ist 4, ne? Hey, es wird gebaut. Also Mittelmaus funktioniert definitiv nicht, um abzubrechen. Ein bisschen komisch, aber naja. Hey, Makeshift Lumberjack ist fast fertig. Brennius, Weapons Ammo, Tower Ammo, Tools, Find, Board, Maintain. Wie viele Boards wollen wir denn haben? 2 Dutzend? Builders Guards. Nothing to grab. Ich will auch eigentlich nicht wirklich grabben. Wie kann ich den Grabber wieder entauswählen? Escapen, wa?
Ah. Lustig. Oh. Influence. Oh, okay. Mal ein bisschen schneller hier. Dauert ja ewig. Ist das immer noch nicht fertig? Overheating. Susan Lovegood is burning up in the heat. If it gets too hot outside, your villagers don't have a home to cool down to. Cool down in. They could die of heat exhaustion. Try getting enough homes for your villagers as soon as you can. Storage. Eindeutig Storage. Zix? Das Marketplace, Manica, ne? Housing. Housing klingt gut. Doggo House. Bei Doggos. Ich hab keine Doggos. Building Slots. You have run out of building slots in order to manage your ever-grow village. You need to upgrade your camp or build some ancillaries. You can upgrade your camp by clicking on it and then clicking the upgrade button on the bottom panel. Alternatively, if you'd rather build an ancillary, you can find them in the 8th subcategory on your building tab. Upgrade. 6 woods, 6 rocks. Klingt gut. Ancillary is a support building that can store almost any resource, provides additional building slots and organizers that will assist in cleaning up and distributing resources on the map. Klingt gut. Out of ancillary slots. Ist hier für alles ein Slot oder wie? So, wie kann man denn hier? Makeshift Lumber Mill, Makeshift Mining Facility, Top Priority. Second to Top Priority. Top Priority. Ach so. Ich dachte, es sind also keine Kategorien im Sinne von Top Priority, alles was Top Priority ist, wird zuerst gemacht, sondern es kann nur eins Top Priority sein. Und wenn ich jetzt auch hier Top, ist das nur noch zwei. Top, ist das wieder zwei. Interessant, gut. Haben wir das geklärt. No available wood. Willst du mich verarschen? Da, Wood. Nehmt euch scheiß Wood. Not enough influence. Your mom was running. Rain will cause your villagers happiness to drop slowly and slow down your movement speed a bit, but it will also water your crops, fill your rain collectors, and put out fires. Just cross your fingers and hope the lightning bolts don't zap anything too important. Well, let's just hope it doesn't. So, jetzt können sie da wenigstens mal bauen, das ist doch schon mal was. Ach so, das ist natürlich nicht Top Priority, da war was. Ein Hotkey ist für schneller und langsamer. Weather, temperature and season is so untemperatural. What? Damaged buildings. A wood fence is being damaged. If you have builders and the structures in range of the village, they will automatically try to repair it when they have time. Was für ein wood fence? Ich habe gar keinen wood fence gebaut. Ach da, okay. No available wood. Das ist doch wood. Harvest Wood. Hier, ja, harvestet mal ein bisschen Wood hier. We need Wood.
Ach stimmt, das Boot war ja auch, oh, das war ja auch außer Range. Da war was, ich erinnere mich, oder? Oder war es nicht außer Range? Nee, das kann eigentlich nicht. Nee, das war nicht außer Range. Warum machen sie es dann da unten nicht? Schön ist es nicht. Hier kann man aber nah ranzoomen. Oh, da wird mir schlecht bei. Lassen wir das. Hey, das Haus ist fertig. Yay, 0 von 12. Storage, achso. 4 von 4 Leuten. Und ich habe 14 Leute. Das heißt, ich sollte noch 2 Häuser bauen. Upgrade. Housing Capacity plus 8, das klingt doch gut. Hauen wir das mal da rein. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal genug für unsere Leutchen. Sieht irgendwie lustig aus, wie die da rumhampeln. God's Miners! Wuhu! Das Gefühl, wir haben bald keine Builders mehr. Night is coming, be careful. This is when the monsters will attack. Hopefully you build some defenses like a bow tower. Totally? No? Und ich komme da noch nicht ran. Macht den Marcus Place. Establish straight in the region. I have some gold. No, I don't. Wäre praktisch, wenn wir bis da kämen. Dann müssen wir aber in die Richtung weiterbauen. Gut zu wissen. Schauen wir mal. Ein Ancillary hätte ich einfach weiter wegbauen sollen, um stumpf meinen Einflussbereich zu erhöhen. Das war mir nicht klar. Freddy Schultz is starting to get sleepy. If the villagers are too tired and have nowhere to rest, they may end up sleeping outside. Mit der Amatopi Priority. Thank you very much. Wie, die machen Liebe hier, oder wie sehe ich das? Night has arrived. Kann man hier irgendwie Scrollspeed runterschnellen? Nur Edge Scrolling Amount. War das hier für das normale Scrolling auch? Weiß es nicht so recht. Nee, tut's nicht. Schade. Meine Hand ist hell. Kristalle sind auch hell. Muss ich jetzt so ein Monster kommen oder nicht? Also eine Minimap wäre echt mal praktisch. Sagen. Melee Damage Crushing, ach Crushing, Melee Damage Type, nicht Melee Damage Strength, Crushing. I'll crush them all. So, dann haben wir zumindest schon mal für Housing gesorgt, würde ich sagen. Food and Water, das klingt so, als sollten wir uns da auch drum kümmern. Aber hey, warten wir mal, bis alles in die Hose geht und der Tipp uns sagt, was wir machen sollen. Das Cobbled Lock Path Debris. Kann man nicht reparieren? Bad. Upgrade. Large high occupancy housing.
Oh, zu nehmen. Ist da gerade einer? Noch ist keiner gestorben, aber die sind verdursten offensichtlich. Large Fountain. Raincatcher. Butler. Water Purifier. Out of Building Slots. Ah! Oh, das sieht aus wie ein Monster. Okay, eins soweit. Lisha Keys. Headless. Ich würde sagen, das war ein Monster. Ich würde sagen, das ist auch ein Monster. Das sieht für mich aus, als wird der verdursten. Jupp, gut zu wissen. Also, wir brauchen dringend. Mehr Building Slots. Aber hey, haben wir schon mal was gelernt. Und wie sieht's mit Futter aus? Auch schlecht. Kitchen. Farm. Harvest Rock, Harvest Food and Water. Warum geht das nicht? Ach so, wir keine Farmer haben oder wie sehe ich das? Ah. In der tote Leichen rum? In den tote Leichen rum. Was ist das da? Sparkliges. So bestimmt irgendwas mit Magic. Magic Crystal Motivator. Use a small amount of energy to encourage Snappy Harvest Crystal Patch Zugriff for Suckerless Gate. Aha. Essence Collector. Das klingt doch so, als wollte ich ihn haben. Und auf Building Slots. Usa. Der braucht Crystals. Crystals habe ich noch nicht, von daher. Ja, und jetzt? Baut mir das keiner? Spring. You know that Hindu Shadbags has found a new mate, Frederick Shadbags. If either of them have a home and they are happy enough, they may try to go home and make a baby. Ich habe ja vorhin richtig gesehen, wenn das die zwei sind. Aber ich fände es cool, wenn ihr hier... das ausbauen würde, damit ich für Wasser sorgen kann. So viel dazu. Sometimes you eat the bear and sometimes you just die of dehydration. Könnt ihr bitte den Scheiß mal hier zu Ende bauen? Ihr sagt mir nicht, wenn ihr Durst habt, arbeitet ihr nicht. Das geht also auch interessant. Ist jetzt fertig? Ne, gebaut ist es dann immer noch nicht, okay. Meteor, Motivate Land, Healing Aura.
Nein, nach Influence, hätte ich mal denken können. Ja, achso, jetzt wird mal gebaut, ist richtig? Ja, gut. Dann muss ich euch dann nachher nur noch dazu bringen, den Purifier zu bauen. So schnell wie möglich. Apropos, wo ist er denn? Raincatcher, Water Purifier. Escape. Top Priority bitte. 24 und 24. Helfen wir doch mal ein bisschen nach. Liegen hier noch Rocks rum? Nicht so aus. Ach, zum Tragen habe ich jetzt keine Influence mehr. Ja, danke. So, wie viele haben wir denn noch? 11. Prozent ist schon fast beinahe fertig oder so. Hier unten ist die Tageszeit, da oben ist die Temperatur. Wie sehe ich das? Ah, das ist Wetter, Temperate. Okay. Ach ja, wie war das? Farms brauchen wir auch noch. Einen Untertop, dann ist es immer noch top, passt. Weißt du was? Mach das dann eben schnell fertig. Verhungern sind. Erst The Century? Okay. Eieiei. Na komm, mach mal meinen Water Purifier fertig hier. Top. Oh, no Worker Server was. Ihr braucht schon Builders, ne? Also drei Leute sind mir verreckt, wenn ich es richtig sehe. Und ich sehe schon. Dying of Thirst, ja, danke schön. Mhm. Water Purifier, ja, habe ich doch schon gemacht. Verwäschen. Ja, ich versuche mich darum zu kümmern, aber das dauert ja alles ein bisschen länger hier. Zum Priorität 2 gerade, wo kann man denn die Priority List sehen? Gibt es da irgendwo was? Sieht so aus. Ja, sind jetzt schon 33 Minuten und 33 Sekunden um. Von daher ist es schon etwas mehr als 20 Minuten gewesen. Ich muss sagen, auf den ersten Blick, wie heißt es auf Englisch so schön, it scratches an itch. Das ist irgendwie ein Spiel, wo ich denke, hey, sowas wolltest du schon länger mal wieder spielen.
Von daher werde ich das wahrscheinlich auch tun. Ich bin ein bisschen, ja, überfordert ist falsch, aber verwirrt von den Mechaniken, die alle auf einen draufgeworfen werden, ohne dass was erklärt wird. Aber das ist ja mehr oder weniger auch ein Feature und kein Bug. Denn ein Teil dieser Spiele ist ja halt zu verlieren, zu merken, was du für Fehler gemacht hast, das beim nächsten Mal besser zu machen und dann an was anderem zu sterben und dann wieder zu was draus zu lernen. Von daher würde ich jetzt sagen, das ist jetzt kein Negativmerkmal in dem Spiel. Ist halt nur im ersten Moment halt ein bisschen verwirrend. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Insofern, für den Tower Defense Aspekt, davon haben wir noch nicht so viel gesehen, außer dass wir hier mal, oh cool, einen Bow-Tower schon einnehmen können. Ich weiß auch nicht genau, von wo die Monster gekommen sind in der Nacht, wenn ich ehrlich bin. Das hat mich ein wenig verwirrt. Von daher kann ich da noch nicht viel zu sagen, aber auf den ersten Blick würde ich jetzt mal behaupten, wer so Aufbau-Dinge mag und wem es gefallen hat, für den sind die 10 € für die Early Access-Version jetzt nicht unbedingt zu viel verlangt. Und wer, wie ich das noch geschafft hat, es noch zum Halloween-Sale-Preis abzugreifen für die Hälfte, hey, das ist es auf jeden Fall wert. Also im Zweifel noch die Wishlist packen und gucken, ob es nochmal runtergesetzt wird. Das Spiel ist noch Early Access, da muss man, darüber muss man sich im Klaren sein. Aber hey, ist halt ein einzelner Developer, die kann man unterstützen. In diesem Sinne. 20 Minuten Rise to Ruins. Out. Hey, du bist ja immer noch hier. Cool. Da links gibt's die Playlist, zu der das hier gehört, oder ein anderes tolles Video. Da rechts kannst du abonnieren. Und wenn du mir noch einen auf die Glocke gibst, ist 1A. Da unten, Daumen rauf, Daumen runter. Kommentare hinterlassen, freue ich mich auch immer drüber. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal.